allererste Film, den ich für die Maus gemacht habe, war Das Brötchen, damals sogar noch mit Titel. Damals haben wir die Geschichte auf dem Frühstückstisch angefangen, um zu zeigen, dass das Brötchen schon einen langen Weg hinter sich hatte, bevor man da reinbeißen konnte. Damals fing es damit an, dass ein Eimer Mehl in einen Bottich geschüttet wurde. Dann kamen noch ein paar Zutaten dazu, Salz und Zucker und ein Eimer Wasser mit Hefe. Wir wollten mal schauen, was sich verändert hat in der Zeit. Einen großen Bottich gibt's immer noch. Dann ein Griff zum Computer und als erstes läuft dann Wasser in den Bottich. Und danach kommt Mehl. Wo kommt das Mehl her? Nicht mehr aus einem Eimer oder einem Sack, sondern aus einem Silo. Über Rohrleitungen läuft es hierher, zu diesem Trichter wird da automatisch gewogen und fällt dann in den großen Bottich. Diesmal ist es auch mehr, ungefähr 80 Kilo. Wenn alles drin ist, kommen dann die gewogenen Zutaten dazu. Als erstes Eis, damit der Teig beim Rühren nicht zu warm wird. Dann noch Hefe und ein bisschen Zucker, damit die Hefe arbeiten kann. Und Salz und noch ein paar Zutaten. Wenn alles drin ist, kommt dieser große Bottich unter eine Rührmaschine. Heute Eingriff zum Computer. Damals wurde die Maschine mit einem einfachen Schalter eingeschaltet. Und die rührte dann die Zutaten zusammen. Das ist heute ganz ähnlich, nur die Maschine ist größer. Erst sieht der Teig dann so aus. Und nach einer Weile wird die moderne Rührmaschine etwas schneller. Dann sieht der Teig so aus. Damals sah der fertig gerührte Teig so aus. Heute sieht der fertig gerührte Teig so aus. Die 80 Kilo, die kann man auch nicht mehr mit der Hand transportieren, sondern die kommen auf eine Art Aufzug. Der Aufzug transportiert diesen Bottich mit dem Teig nach oben. Damals konnten die Gesellen die 10 Kilo mit der Hand rausnehmen, schnitten dann Teile ab und legten die auf die Waage. Der große Bottich wird nicht mehr mit der Hand geleert, sondern da geht so ein Schaber rein und schabt den ganzen Teig aus dem Bottich ab. Bis zum Rand. Was passiert mit dem Rest? Der fällt auch nach unten. Platsch. Durch diesen Trichter fällt der Teig dann auf ein Band. Da kommt er. Damals kneteten die Bäckergesellen den Teig mit der Hand durch und legten ihn an die Seite. Das macht diese Brötchenmaschine heute völlig anders. Die ist zu, nur für uns haben sie manchmal eine Klappe aufgemacht, dass wir überhaupt was sehen können. Da kommen solche Stempel, da wird der Teig mit Mehl bestreut, damit die Werkzeuge nicht kleben bleiben. Und dann passiert das Kneten hier mechanisch. Einmal spitz von oben nach unten, daneben einmal flach und dann noch ein drittes Mal. Danach läuft der flach geknetete Teig weiter. Früher in der Bäckerei wurde der Teig mit der Hand flach gemacht. In der Brötchenmaschine passiert das mechanisch. Hier wird er dünner gemacht und mit einem riesen Nudelholz nochmal breiter. Der flache Teig wurde damals in diese Maschine gesteckt. Und die machte dann Rüttel, Rüttel, Rüttel und machte daraus runde Teile. Die sahen dann so aus. In der Brötchenmaschine geht das ganz anders. Da läuft die flache Teigbahn unter Messern durch, wird dadurch in 6 Streifen geschnitten. Und dann kommt ein Hackebeil und hackt aus diesen 6 Streifen kleine Vierecke. Die sehen aus wie Kissen, werden automatisch gewogen, dass alle gleich schwer sind. Und dann laufen die von oben in dieses Teil. Und werden dann hier, Rüttel, 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 zu runden Brötchen gemacht. Da laufen sie dann unten raus, fallen in einen Aufzug und danach muss der Teig ruhen. Und damit der Teig dazu Zeit hat, läuft er hier über solche Fließbänder eine bestimmte Zeit hin und her. Früher wurden diese Rundlinge dann in diese Maschine gepackt. Und hinten kamen dann solche länglichen Dinge raus. Sahen aus wie kleine Zeppeline. Das passiert heute auch in der Brötchenmaschine, aber anders. Die werden hier ein bisschen platt gemacht. Dann kommt ein Messer, macht oben immer einen Schnitt rein. Da kann man es etwas besser sehen. Wenn Sie den Schnitt haben, werden Sie hier nach unten transportiert. Dabei werden Sie umgedreht. Der Schnitt kommt nach unten und Sie werden länglich gemacht. Dann sehen Sie auch hier aus wie kleine Zeppeline.
Früher wurden die in der Bäckerei von Hand auf dem Brett ausgelegt. Auch die hatten einen Schlitz, auch der lag nach unten. Heute fallen die von dem Fließband, in dem das Tuch weggezogen wird, automatisch in Kisten, die mit weißem Papier ausgelegt sind. Und diese Kisten werden dann aufeinander gestapelt, zu hohen Türmen. Und ab jetzt ist alles ganz anders als früher. Diese Brötchenkisten kommen jetzt erst in ein Kühlhaus, denn diese Großbäckerei backt für viele Filialen. Tür zu, Kühlhaus Nummer 15. Und in diesem Kühlhaus kontrolliert ein Computer die Temperatur, je nachdem, ob es wärmer oder kälter werden muss. Aber es macht nicht nur der Computer, ab und zu schaut ein Bäcker rein und die Hand des Bäckers kann dann fühlen, ob die Rohlinge gut sind. Tür wieder zu und da drin bleiben sie bis zum nächsten Morgen wieder liegen. Jetzt ist es 3 Uhr mitten in der Nacht. Über uns jede Menge Schildchen, die bezeichnen die Filialen, wo alles hin soll. Hohe Straße 33, da wollen wir hin. Unter den Schildchen stehen jede Menge Körbe mit schon fertig gebackenem Brot. Das Brot wird als erstes verladen in Lastwagen. Und wenn alles Brot verladen ist, holt der Fahrer aus dem Kühlhaus die Türme mit den vorgefertigten Brötchen. Die sind als einzige nämlich noch nicht gebacken. Dann die Tür wieder zu, dass die Temperatur erhalten bleibt. Und dann schiebt er die ganzen Körbe Stückchen für Stückchen durch die lange Halle und lädt sie dann ein. Und jetzt passiert noch was Besonderes. Jeder Turm bekommt noch so eine Plastikhülle, damit die Rohlinge ihre Temperatur nicht verlieren. Wenn alles eingeladen ist, Klappe zu von oben, Klappe zu von unten und dann geht's ab mitten in der Nacht. Jetzt ist es 3:30. Erst über menschenleere Straßen, dann durch einen Tunnel, dann an der Maus vorbei, die da oben rechts hängt, einmal links abbiegen, einmal rechts abbiegen, durch fast menschenleere Fußgängerzonen und dann ist er bei der Filiale angekommen. Plastikhülle wieder ab, die Brötchen abladen, schönes Geräusch, um die Nachbarn zu wecken. Es ist so früh, dass die Filiale und die Bäckerei und das Café noch geschlossen sind. Der Fahrer schiebt die ganzen Türme durch das leere Café, durch eine Tür und noch durch eine zweite Tür wieder in einen Kühlraum. Danach Tür wieder zu und dann lädt er das Brot ab. Aber das interessiert uns jetzt nicht so sehr. 5:30, der Bäcker kommt. Denn jetzt werden erst gleich die Brötchen in der Filiale gebacken. Und nun werden die Rohlinge zum letzten Mal umgedreht. Dadurch kommt der Schlitz, den wir eben gesehen haben, den das Messer gemacht hat, wieder nach oben. Das Papier weg. Die werden noch ein bisschen schräg gelegt, dass beim Backen die heiße Luft überall gleich gut hinkommt. Erstmal das eine Brett und das gleiche nochmal. Dieses Umdrehen gab es damals in der Bäckerei auch schon, allerdings mit größeren Brettern. Danach wurden die Brötchen in den Ofen eingeschoben und wenn man dann den Stoff unter den Brötchen rauszog, dann fielen die Brötchen auf die Herdplatte. Das gleiche passiert heute auch. Stoff unter den Brötchen rausziehen und dann fallen die Brötchen auf die Herdplatte. Früher in der Bäckerei wurden 2 solche Bretter eingeschoben. Da lagen die Rohlinge dann drin. Vom eigentlichen Backen konnte man nichts sehen, denn da kam eine Metallklappe vor. Auch heute werden 2 Bretter eingeschoben. Allerdings sind die kleiner. Stoff wieder festhalten und die Brötchen fallen runter. Klappe zu, die ist heute durchsichtig und backen los. Und deswegen können wir heute im Zeitraffer sehen, was beim Backen mit den Brötchen passiert. Erst gehen sie langsam auf und da, wo der Schnitt oben war, da gehen die Brötchen auseinander. Der ganze Backvorgang dauert ungefähr 18 Minuten. Erst werden sie goldgelb, dann knusprig und braun, so wie sie sein sollen. Und irgendwann sagt der Ofen, Ding Dong, ich bin fertig. Die fertigen Brötchen wurden damals mit so einem Schieber aus dem Ofen rausgeholt und in Körbchen gelegt. Das passiert auch heute so. Auch mit einem Schieber. Und der Ofen signalisiert immer noch, wir sind fertig, hol uns raus. 2. Ladung auch noch und dann sind die Brötchen fertig zum Verkauf in der Filiale.
Damals gab es noch einen Lehrjungen, der die Brötchen dann in Tüten verpackte und die in den Korb legte. Und dann kam der Brötchenjunge und legte die fertigen Brötchen vor die Tür. Das gibt's heute nun gar nicht mehr.